Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Wie ihr seht, bin ich wieder draußen, habe mir ein schönes Camp aufgebaut. Ja, ich will mir heute gemütlichen Kaffee kochen mit meinem Stormfire Hobo hier. Ja, und da möchte ich auch gleich die Gelegenheit nutzen, um etwas auszuprobieren. Und zwar gibt es ja für den Stormfire als Zubehör die Seitenplatte Feuer, und damit ist es möglich, mit weniger Feuerholz zu feuern, weil ihr ganze Äste einschieben könnt. Ja, und die will ich euch heute vorstellen und mit euch ausprobieren. Ja, so sieht das Seitenteil Feuer aus. Das hat hier so ein Oval, wie ihr seht. Das wird praktisch gegen die vorhandene Seitenplatte ausgetauscht. Ihr könnt auch zwei reinmachen, wenn ihr wollt, und von beiden Seiten das installieren. Ja, und der Trick bei der Sache ist, ihr könnt hier praktisch ganze Äste durchschieben in die Brennkammer, und die verbrennen dann da drin, und ihr könnt immer wieder nachstecken. Das heißt, ihr spart euch viel Arbeit beim Spalten vom Feuerholz. Gut, dann werden wir das Ganze mal installieren. Ich zeige euch das mal auf meinem Hackklotz, da kann ich das ein bisschen besser zusammenbauen. Ich zeige euch das jetzt mal an meinem zusammengebauten Stormfire. Also wenn ihr die Seitenplatte Feuer installieren wollt, müsst ihr den Hobo logischerweise, oh, hier fallen schon die Blätter, es herbstet, logischerweise erstmal auseinandernehmen, dass ihr die Seitenteile montieren könnt. So, dann ziehe ich hier das Seitenteil ab und tausche das gegen das Seitenteil Feuer aus. So, jetzt können wir den Hobo wieder zusammenbauen, wie gewohnt. Die Brennplatte rein, so, und dann verriegeln wir das Ganze wieder mit der Frontplatte. So, schon ist der Stormfire umgebaut. Hier ist jetzt das Seitenteil Feuer drin, wo wir dann nachher die Äste einschieben können. Alternativ könnt ihr das auch auf die Seite montieren, falls ihr Linkshändler seid. Okay, dann stelle ich den Hobo schon mal unter den Kaffeekessel. Wenn ihr Äste sammelt, ist es natürlich wichtig, dass ihr hier so kleine Spitzen abmacht von den Verzweigungen, weil sonst lässt sich das Holz nicht schön reinschieben. Aber das geht natürlich mit der Axt oder mit dem Messer ratzfatz. Dann ist das hier glatt und ihr könnt die Stöcke schön nachschieben. Hier kann natürlich der Stormfire durch seine modulare Bauweise wieder seine Stärken ausspielen. Das könnt ihr natürlich mit keinem anderen Klapphobo machen. Ich habe mir die Äste jetzt hier schon mal hergelegt. Bevor ich den Hobo jetzt allerdings mit Brennholz fülle und dem Feuer, mache ich natürlich erst hier die beiden Äste durch das Seitenteil. A, damit das Seitenteil zu ist, und B, damit die Stöcke auch sofort mit der Hitze trocken werden und anbrennen. Okay, dann machen wir den Hobo jetzt mal an. Der Hobo brennt. Jetzt werde ich mal meinen Kaffee da runterlassen. So. Und dann werden wir das Ganze mal verfolgen, wie sich das mit dem Seitenteil macht. Hier könnt ihr richtig sehen, wie in dem Seitenteil die anderen Äste schon brennen und Feuer gefangen haben. Und die können wir dann nachher praktisch etwas drehen, dann fällt die Glut ab und wir können sie dann nachschieben. So, seht ihr? Jetzt kann man den hier schon nachschieben. Und dann brennt die nächste Länge weg. Und jetzt müsst ihr eigentlich immer nur noch die Äste, die ihr seitlich reingemacht habt, nachschieben. Und es hält natürlich viel länger die Flamme. Ab und zu braucht man schon mal einen Scheit, um wieder die Hitze in die Brennkammer zu kriegen. Aber ihr braucht viel, viel weniger gespaltenes Brennholz. So gut, der Kaffee kocht schon. Den werde ich jetzt mal runternehmen hier. Der Kaffee ist schon fertig. Jetzt nehme ich mir erstmal eine richtig schöne Tasse heißen Kaffee. Prost Kaffee! Ihr seht, der brennt richtig was weg. Ich kann schon wieder hier nachschieben. Das ist Wahnsinn. Und dann mache ich meistens, wenn es dann weniger wird, wieder ein Stück Feuerholz drauf. Und so hält sich das Ganze schön im Gange und ihr könnt gemütlich am Feuer sitzen, ohne dass ihr viel Holz spalten müsst. Ja, wie ihr gesehen habt, eine wunderbare Sache. Also mein Erfahrungswert sagt mir, ich nehme immer ein Stück von dem Brennholz und schiebt die Äste zweimal nach. Das heißt, ihr spart wirklich einen Haufen klein gehacktes Brennholz. Wie ihr seht, sind die beiden Äste schon um die Hälfte geschrumpft. Die brennen jetzt so schön hintereinander weg. Wie ihr hier seht, habe ich von dem gehackten Feuerholz gar nicht viel gebraucht. Da ist immer noch eine ganze Menge da. Das meiste Feuer kam jetzt von den nachgesteckten Ästen. Ja, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es war wieder für den einen oder anderen interessant. Ist ein tolles Future von dem Hobo. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Natur und meinen Kaffee und das Feuer genießen. Alle Details zu der Seitenplatte Feuer, die mache ich in die Videobeschreibung. Ja, und dann würde ich mich von euch an dieser Stelle verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.